Hier kommt ein echter DDR-Klassiker, Schmorgurken. Manche machen sie mit Speck, ich mache sie gerne mit Hackfleisch. Dazu einfach Salzkartoffeln, ach Herz, was willst du mehr? Wie ich die Schmorgurken mache, darum geht es in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Für 4 bis 5 Personen benötigt man folgende Zutaten: 1 Kilogramm Gurken, Schmorgurken, Snackgurken oder Salatgurken, 500 Gramm Hackfleisch halb und halb, eine große Zwiebel, ein Bund Dill, 250 Gramm Schmand, einen gehäuften Esslöffel Gemüsebrühepaste alternativ Instant, 1 Teelöffel Curry, einen halben Teelöffel Knoblauchmus oder eine Knoblauchzehe, 1 Teelöffel Agavendicksaft, 2 Esslöffel Mehl, Salz und Pfeffer. Alle Zutaten wie immer auch zum Nachlesen unter diesem Video. Und zum Video meiner selbstgemachten Gemüsebrühepaste gelangt ihr hier oben. Und los geht's! Die Zwiebeln als erstes schälen und in Würfel schneiden. Dann die Gurken schälen, halbieren und aushöhlen. Am besten könnt ihr die Kerne mit einem kleinen Teelöffel auskratzen. Das Innenleben der Gurken wird erstmal püriert und beiseite gestellt. Dann werden die Gurken in Mondsichel geschnitten, wie hier zu sehen ist. Den Dill waschen und fein hacken und dann kann es ans Brutzeln gehen. Fett in einen Topf geben, Zwiebeln dazu und glasig schwitzen. Dann das Hackfleisch bei und kräftig anbraten. Hier kann jetzt schon mal mit Salz und Pfeffer etwas gewürzt werden. Vorsichtig würzen, denn die Gemüsebrühepaste bringt ja auch noch ein wenig Salz mit. Wie bereits erwähnt, das Innenleben der Gurken habe ich nicht weggeschüttet, sondern ich habe es püriert, das dient mir jetzt schön als Soßenbasis. Dann ein Esslöffel Gemüsebrühe hinzu und es fehlt auch noch ein wenig Flüssigkeit, deswegen habe ich da nochmal 300 ml Wasser dazu gegossen. Jetzt kommen die Gurken dazu und das darf jetzt alles 10 Minuten köcheln. Den Becher Schmand einrühren. Jetzt die ganzen Gewürze hinzu, mehr Kulpa, den Kräutersenf habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Und zum Schluss den Dill hinzu, deswegen zum Schluss, damit er a. seine Farbe behält und b. seinen Geschmack. Zum Abrunden des Geschmacks habe ich dann noch einen Teelöffel Agavendicksaft dran gemacht. Und wenn alles schön durchgezogen ist, kann angerichtet werden. So sieht das dann aus. Das ist doch lecker, oder? Jetzt viel Spaß beim Nachkochen, das war's von mir, bis hier, tschüss, euer Kalle.